Bam! Hallo! So, meine Lieben, grüßt euch. Wir sind online, grüßt euch. Genau. Toni zu Besuch. Toni zu Besuch, genau. Heute mit einem wir müssen ja da reingucken. Ja, genau. Müssen wir uns das mal dran gewöhnen, ne? Heute mit einem etwas anderen Setting, wie ihr schon seht. Kein Greenscreen und... Dafür uns beide. Dafür ist Toni zu Besuch. Du guckst schon wieder da hoch. Ja, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Genau, wir können uns jetzt hier unten anschauen. Ich muss mich erstmal an die Maske gewöhnen und an die Brille. Ja, okay. Okay. Na? Joker, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Joker. Genau, warten wir mal, wer alles noch kommt. Aber sieht alles gut aus. Sehr gute Verbindung. Läuft. Ja, mein Lieber. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich war lange nicht da. Ja, was hast du gefühlt, wie lange jetzt? Oh, vor August. Kann das sein? Ich glaube sogar noch länger. Noch länger. Ja, ich war auf jeden Fall vor meinem Sommerurlaub. Okay. Na, ich weiß auch gar nicht mehr, was man gemacht hat. Wie der Streamer, der letzte. Mhm. Lorenzo, grüß dich. Und Joke, hör auf mal rumzuknabbern. Ja, das okay, sorry. Mikro, wieso knarrt das eigentlich bei dir so? Weiß ich nicht. Bei mir knarrt das nicht so. Weil du einen besseren Stuhl hast wahrscheinlich. Das sind dieselben. Okay. Genau. Ja. Also, Toni ist heute wieder zu Gast. Wer den Kanal kennt, kennt auch Toni. Genau. Wir haben ja viele Folgen abgeklärt. Aber damit könnten wir erstmal anfangen. Es sind ja viele neue Zuschauer da, die dich auch nicht kennen. Ja. Wer bist du? Warum bist du eigentlich heute hier? Ich bin hier, weil ich bald 2 Jahre clean bin. Ich bin hier, weil du mein Freund bist. Das ist normal, ne? Ist ja logisch. Wir haben ja eine enge Freundschaft, die wir hegen und pflegen. Ich weiß, das knatscht schon übelst. Ich hoffe, das stört nicht so. Tja, und ich habe dich lange nicht gesehen und deswegen bin ich hier. Was ist deine Geschichte, Toni? Meine Geschichte ist, dass ich weiß nicht, 14 Jahre Crystal Meth abhängig war. Ja. Ne? Und hatte fast alles verloren. Ja. Lass uns da heute noch mal ein bisschen reingehen. Das ist, lass mal versuchen, einen kleinen... kleinen Rückblick. Einen kleinen Rückblick, einen komprimierten Rückblick. Wie fing es bei dir an? Wie war die Unterbrechung? Also mach mal eine kleine Reise mal durch deine Vergangenheit jetzt, damit jetzt die Leute mitbekommen. Und ja, let's go, jetzt haben wir schon Content. Bitte. Wann fing es bei mir an? Bei mir fing es an mit 2001. Also wir müssen sagen, wir kommen aus derselben Stadt, wir kommen aus Weißenfels. Wir kommen aus Weißenfels, ne? So, und sind eigentlich Ende der 90er. Wendekinder. Ja, aber sind Ende der 90er ins Crystal gekommen, in Weißenfels. Genau, das ist so der Ausgangspunkt. Ja, genau. Ja, haben dann eigentlich jahrelang eine gemeinsame Suchtkarriere durchlebt. Genau. Getrennt doch voneinander, aber auch oft zusammen. Wir hatten dann denselben Suchtkollegen-Freundeskreis. Genau. Warst du viel mit der Band dabei bei uns. Jawohl. Und waren schon sehr intensive Zeiten. Auch, schön. Boah. Waren auch krasse Zeiten. Ja, es waren auch schöne Zeiten, weißt du? Ja, darum bin ich auch jemand, der... das nicht alles total verteufelt. Hallo, Hawatzki. Claudia, grüß dich, schön, dass du Hallo, da bist. Hallo, Claudia. Also wenn wir nämlich gerade über diese Zeiten jetzt reden, muss ich natürlich auch an Claudia denken. Und Claudia, was ich da sagen will, ich bin jetzt langsam im Text, ich schreibe ja gerade an so einem kleinen autobiografischen Text. Das wollte ich dich gerade fragen. Moment. Im Jahr 96 angekommen und 1997 wird es kommen. Und Claudia, da denke ich, werden wir noch mal bald unterhalten müssen, weil das sind ja gerade die Zeiten. 96, 97 kannten wir uns noch nicht. Genau, ich kannte Claudia eher als dich. Okay. Definitiv. Okay. Genau. Mhm. Und ja, aber weiter. Aber wir haben uns eigentlich durchs Crystal Meth kennengelernt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht, wie wir uns kennenlernen werden. Da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Ja, wie, ne? Aber die Frage ist, wo und mit wo, wem? Ja, genau. Also ich was denke, vor Zusammenhängen, es ne? könnte R-Punkt gewesen sein. Hm, hm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, alles klar. Ich ja, weiß das, es auch nicht genau. Das wird es aber sein. Weil sonst ich schätze mal, ja. Aber, weil ja. unsere beiden Freundeskreise waren eigentlich getrennt. Zu verschieden. Ja, waren nicht dieselben. Ja. Nee. Genau. Wir waren so die Techer und ihr wart so die Rocker. Wenn du so willst eigentlich, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich haben da die Drogen ja fast verbunden, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Also es fing harmlos an. Was heißt harmlos? Na, ich habe früher vielleicht ein, zwei Bahnen gezogen und bin dann das Wochenende steil gegangen. Weißt du wie? So Bahn, was ist ein Bahn? Na, 10 Zentimeter. Christel jetzt. Christel, na klar, ja, na klar. Du musst es nicht erzählen, du musst es den Leuten so, erzählen. So fing das ja an, weißt du? Genau, ja. Weißt du, das war ja auch die Zeit, wo ich viele Pillen gegessen habe und so alles. Weißt du, bin immer so auf Partys gefahren, ne? Ja. Und irgendwann kam dann irgendwann mal da Christel zum Vorschein. Wann war das? Welches Jahr, weißt du das noch? Ich glaube 2001. Ich glaube, pass auf, ich weiß ganz genau, ich weiß, dass ich... Also vielleicht war es sogar 99. Es sind zwar eher. Also bei mir, da bin ich jetzt nämlich auch gerade dabei, also es kam definitiv bei mir zuerst Koks,
in Weißenfels durchs Aheim. Ja, ja, das kannte ich ja auch schon durch. Ja, genau. Und da, also die erste harte Droge war eigentlich Koks bei mir und Crystal kam später. Crystal kam, das kann ich da sagen, 99, glaube ich, kam Crystal in mein Leben. 98, 99, 99, ich würde fast 99 sagen. Ich habe immer gedacht, etwas eher, aber jetzt beim durch den Text, den ich schreibe, bin ich wirklich minutiös dabei, das alles einzuordnen, was passiert ist. Das ist natürlich heftig, sich da so komplett dran zu erinnern. Pass auf, das ist aber so, es ist der erste Text, wo ich ein gutes Gefühl habe, weil ich schreibe den in erster Linie für mich. Ja. Und das ist geil. Ja, das stimmt. Weißt du? Und ich habe das, könnte ich dir das zeigen, ich habe das ja in so einer Timeline aufgearbeitet, ja. Und ja, also mir ist auch gerade aufgefallen, dass 96 ein absolutes Brecherjahr war bei mir. Ich habe 96 Abitur gemacht. War nach, also Juni Abitur, war im Juli und August mit Thomas, Thomas kann man ja sagen, auf Interrail, bin mit dem Zug durch ganz Europa gefahren, von England bis nach Griechenland mit Thomas. Okay. Saß in Italien im Knast wegen Haschischbesitz. Okay. Habe ich alles aufgeschrieben in dem Buch. Echt? Das ist ja krass. Das genau. Ich gar nicht. Ja doch, das ist, ich habe ja Storys. Ja, und dann 2 Monate später saß ich im Flugzeug nach Bali und war das erste Mal im Oktober in Bali. Das wärst du, warst du dann weg, ja. Du kannst mich ja noch gar nicht 96. Ach nee, da warst du das erste Mal schon in Bali. Das erste Mal in Bali. Ja, okay. Also ich war in diesem halben Jahr 96 in Europa unterwegs, ich war in Bali unterwegs, war bei meinem ersten Pearl Jam Konzert am 4. November 1996. Okay, wo? In Berlin, habe ich die Karte sogar noch. Okay, in der Waldbühne? Deutschlandhalle war in Deutschlandhalle. Ja, okay. Fett, das Konzert. Mhm. Und wir waren dort in der Waldbühne nochmal. Ja, genau. Ja, klar, später dann. Ja, ja, ist ja auf gut, Ecstasy. Ja. Muss nach 98 gewesen. Ja, klar. Ah, Claudia, du meinst, das C muss nach 98 gewesen sein, weil... Ja, das definitiv. Ja, weil 97 war ich ja Zivildienst. 98, Claudia, bestätige mir das mal bitte. 98 war ja die WG-Zeit Bornasche Straße. Das erste Halbjahr... Genau, und da war eigentlich nur Koks und LSD. Und Pilze, übel und oder? Ja, furchtbar. Weil du hast vorhin gesagt, Christo war die erste harte Droge. Guck mal, was wir uns vorher eigentlich schon massiv gegeben haben. Ist LSD eine harte Droge? LSD ist übel. Ne, ich meine auch vom Flash, weißt du wie? Ja, das meine ich nicht. Ich meine schon so von harte Droge mit Verfall und Sucht und sowas. Nee. Weißt du? Ist ja LSD nicht. Man aber muss, ich kenne, die hast, sind du, damals du, LSD verfallen. Ja, du hast aber recht. Wisse? Bei uns kam Pilz und LSD sehr früh an. Na, und das wirklich inflationös. Ich habe mit 16 angefangen mit Kiffen. Ja. Ne? So im ersten halben Jahr war ich dann schon beim Pep angelangt. Hm. Ne? Rosenpeppe und das weiß ich alles. Ja. Kennst du noch so ein bisschen? Hast du übelst viel gezogen. Und ich meine, damals war das was, weißt du? Da war ich auch auf dem Schloss in der Tecker-Disco. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal Pep gezogen. Das weiß ich noch. Das habe ich dir schon mal erzählt. Mhm. Ne? Und dann... Na, dann kam dann nach dem Pep kam dann Pillen. Ne? Das war eine massivste Zeit auch, wo ich auf Pillen war. Wann waren deine Pillenzeit? Das muss so 96. Also ich war mit der Lehre fertig, weißt du? Und da fing das alles an so. Ne? Interessant, weil Führerschein. Weil Pillen dann, kam bei mir sehr spät. Ich glaube erst in Leipzig, so 2000er, hier Georg-Schumann-Straße, WG. Okay. Weil Pillen waren halt so Techno-Szene und wir haben ja viel handgemachte Mucke gemacht. Naja, da ist das, das ist nicht so die richtige Droge dafür. Aber für Tech, und das war ja meine Stoßzeit, das ist immer überall zu jeder Techno-Party und so. Na. Ich habe früher verdammt viel Koks gezogen. Das habe ich nicht. Also so viel Koks und ich und gar man nicht muss gezogen. Wirklich sagen, also wirklich zu Schweinepreisen das letzte abgefuckteste Zeug. Also es war, hat keine Qualität. Was kriegst du auch für Kokain in 90er Jahren in Weißenfels, Sachsen-Anhalt im Asylbewerberheim? Natürlich nur Scheiße. Genau. Und naja, aber trotzdem hat man es immer wieder gemacht und naja, whatever. Und so war es dann bei mir beim Meth. Ich habe dann auch die größte Scheiße gekauft, nur dass ich was ziehe. Ja, das ist später dann jetzt, ja. Na, da kommt jetzt später, genau. Okay, aber du würdest sagen, also... Aber das war... Moment, unsere Meth-Zeit, das waren eigentlich 2 Jahre Weißenfels. 99, 98, 99, 99, 2000 Weißenfels war Meth. Das kann, ja, kann sein. Und eigentlich ging es mit dem Meth ja eigentlich erst hier in Leipzig richtig los, nach 2000, oder? Kann man das so sagen? Ja. Ja, okay. Na klar. Okay. Und dann hat sich das so richtig reingefressen. Ne? Naja, Meth in Weißenfels. Also ich weiß noch, dass ich da die Beziehung mit... Aber so viel Meth habe ich, glaube ich, damals ja auch nicht... gezogen? Na, weil ich weiß, dass ich eigentlich
wo ich meinen Führerschein verloren habe. Das war dann die Zeit bis 2007, weißt du? 2007 habe ich ja meinen Führerschein verloren. Da war das, da habe ich zwar auch ab und zu mal Meth gezogen, aber da war das zum Beispiel nicht so, da habe ich es immer nur am Wochenende gezogen, weißt du? Manchmal. Na, und dann erst, wo ich meinen Führerschein verloren hatte, 5 Jahre, habe ich ihn ja wieder gekriegt. Und dann habe ich ja 2 Jahre später wieder richtig angefangen. Da habe ich ja dann jeden Tag komplett gezogen. Da habe ich aber auch diese Drogen nicht mehr gemischt. Früher habe ich die ja mit Cannabis noch gemischt. Pass auf, also das ist ja, glaube ich, das Fatale gewesen. Bei mir hat also chemische Drogen konsumieren, also Koks, Pep oder Christel, hat für mich zwingend dazu gehört, das Kiffen und das Runterkiffen dazu. Das, was eigentlich am schädlichsten ist, ever. Das haben wir ja bis zur Passion getrieben. Na, wir haben immer hoch, runter, hoch, runter. Totale Zerstörung des Körpers. Krank. Für den Kreislauf auch und so. Ganz kurz, Manuela. Ich sehe die. Genau. Ich kann das nicht richtig lesen. Das T-Shirt, Sebastian, war an deren Konzert in Los Angeles im Jahr 1992. Also Manuela, da hast du ja gerade jemanden sitzen, der da sehr neidisch drauf ist. Das? Nein, sie war bei Rage Against the Machine 1992 in Los Angeles beim Konzert. Naja, das sage ich doch. Das ist natürlich absolut Wahnsinn. Ja, das ist Legende, das ist Zeitzeugin. Also herzlichen Glückwunsch, liebe Manuela. Ich habe Rage das erste Mal 1996 zusammen mit Claudia hier im Chat in Lübeck beim Gobain gesehen. Okay. Und ich möchte die Setlist, das Line-Up vom Gobain 1997 war es in Lübeck, gerne erwähnen. Fall nicht vom Hocker. Helmet. Korn. Okay. The Prodigy. Alter. Rage Against the Machine. David Bowie. Hammerhart. An einem Tag. Das ist natürlich genau auch Musik für Leute, die Drogen nehmen. Es war einfach. Das ist so voll spirituell. David Bowie ist natürlich übelst geil. Der ist tot schon, ja? Ja, ich weiß. Prodigy ist auch Prodigy tot. Prodigy auch tot, ja. Hier, Lorenzo hat eine Frage. Ja. Ich lies mal bitte vor. Ja. Also Lorenzo fragt, ist der Abklatsch und die Depri-Phase von C vergleichbar mit jenem von Ecstasy? Kannst gerne selber was dazu sagen. Dann kann ich was der sagen. Abklatsch von C. Ich hatte keinen Abklatsch mehr von C. Das war ja das Schlimme bei mir. Aber wenn ich mich früher erinnere, ist C-Abklatsch krasser als von Ecstasy. Das ist ja logisch. Also bei Ecstasy liegst du vielleicht mal einen halben Tag rum und bist mit der Depri. Ja. Bei C lag ich am Wochenende komplett zerstört auf dem Sofa und konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Wie so weil alter Mann. Weil du auch da noch dazu gekifft hast. Naja, und gesoffen. Und alles. Ne? Ich meine, ihr müsst euch jetzt bewusst werden, wir haben zu der Zeit, um runterzukommen, manchmal bis zu 20 Bons die Stunde geraucht. Ja, also an, es aus. Es war krass, na klar, sicherlich. Ja. Solange Zeug da war, haben wir geraucht, ne. So, aber damals habe ich zum Beispiel noch nicht so viel Bier getrunken zu der Phase. Na, Alk war auch nicht so mein Ding, weißt du? Also es war eher schon... Ich habe, als wo ich dann die ganzen Pillen und so genommen habe und alles, da war mein Bierkonsum manchmal, da hast du überhaupt kein Bier getrunken, weißt du? Ach, Alk war sowieso nicht mein Ding. Also und auf C auch, wo ich auf C war, habe ich auch fast keinen Alk getrunken, die letzte Phase. Die dann so. Na gut, okay, gehen wir mal weiter jetzt. Also, wir hatten jetzt gerade ein bisschen was erzählt über unsere gemeinsame Phase. Genau. Ja, dann haben wir uns ja auch verloren. Und dann haben wir uns, wann? 2002, 2003 aus den Augen verloren. Genau. Ja, ich bin dann 2004 auch nach Bali für ein Jahr. Ja. War dann auch weg. Also, 2002 war unsere Zeit vorbei. Die Konsumzeit. Ja, also die so. Zusammen. Genau. Na? Und wie ging es denn bei dir weiter? Ich habe dann weiter konsumiert. Ja, wir sind beim Crystal jetzt, ja? Naja, das war ja noch, das war dann aber nur am Wochenende so, weißt du? Das war dann, ich habe aber zu der Zeit alles genommen. Crystal, Pillen, alles was es gab. Na, was heißt, jeden Tag oder nur am Wochenende? Nee, nur am Wochenende. Ja. Na? Und LSD hast du vielleicht ein, zwei Mal im Jahr genommen, weißt du? Ja. Wenn es guten Pappen gab und so, ja. LSD können wir ja auch Storys erzählen. Oder Pilze, weißt du? War gute Pilze. Aber die Standarddrogen waren eigentlich immer dann so... Cannabis, ne, also Schütt und Gras zum Rauchen, ne, das Wochenende Pillen und dazu noch ein bisschen Meth, weißt du? Und irgendwann hat es dann auch mit den Pillen nachgelassen, da war das Meth dann immer mehr überhand genommen. Aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, ob ich vor meinem Führerscheinverlust schon so eine richtig krasse Zeit hatte, wo ich wie die Zeit danach, wo ich rund um die Uhr neu gezogen habe, weißt du? Wo ich auf dem Zeug noch geschlafen habe. Das war, glaube ich, das war bei dem Verlust vom Führerschein, war das nicht so krass. Nenn mal lieber ein paar Jahreszahlen. Also du hattest ja auch mal du warst 7 Jahre clean. Genau, von 2007 bis 2014. Da war ich clean. Wow. Komplett.
Komplett. Ich hatte es voll geschafft. Ja. Und hab dann. Ja, erzähl die Geschichte nochmal. Aus Dudeltei, ich habe da, was ist das Dudeltei, ich habe da einen auf der Arbeit kennengelernt, auf Montage und so. Und so hat sich das dann sofort, weißt du, da hast du mal eine probiert und schon warst du. Wie war die erste Line wieder? Der Hammer? Ich kann mich an die erste Line gar nicht mehr richtig ran erinnern. Okay. Ja. Weißt du? Aber das Feeling war krass, oder? Weißt du? Ja. Das ist ja das Schlimme. Was denn? Soll doch voll wach, soll doch na, voll genau. Da. Ja, voll genau. Da, Alter. Du warst genau, du wolltest nur runter. Du warst 7 Jahre weg, jetzt bist du wieder angekommen. Ja, scheiße. Obwohl du total abgestürzt bist. Ja, das ist dieses Verführerische an dieser Droge. Ja, ich weiß. Dass du denkst mit dieser Droge, wenn die so reinfährt und du bist halt voll da, weil du voller Energie bist, dass das die Realität ist. Ist es ja aber nicht. Ist es ich ja weiß, nicht. Ich weiß. Das ist krass. Aber wenn ich jetzt so sehe, was ich verfolge ja deinen Kanal, ich habe eine Weile habe ich ihn ja nicht verfolgt, haben wir uns ja vorhin schon drüber unterhalten. Genau. Na, das letzte Mal, wo ich. Ah, jetzt kommst du zu dem Thema, okay, mach mal, genau, richtig. Das letzte Mal, wo wir nach dem letzten Stream, wo ich da geguckt habe, war so Chloe bei knapp über 4000 Abonnenten. Und jetzt verfolge ich es ja wieder seit ein paar Wochen, weißt du, habe über ein paar Streams geguckt, ne, da kommen wir auch noch dazu, stehen auf immer 5,5. Das ist schon krass, ne? Weil, guck mal, im Juli bis jetzt, das ist ordentlicher Erfolg, ne? Der Kanal wächst. Hat mich gefreut. Danke, freue ich mich auch. Ja, ist natürlich erst der Anfang, das muss noch richtig steil gehen hier. Aber tun wir alles dafür und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr wieder da seid. Wir müssen nicht da hochgucken, wir müssen hier. Ja, ich weiß. Dann wird es erklärt, hier steht die Kamera und hier oben steht der Rechner, weil ich hier meist stehe. Und, ja, genau, wir mussten ja alles umbauen, genau. Weil Toni möchte sitzen. Ja, Toni stehen. Ja, genau. Ja. Naja, anyway, was wolltest du erzählen? Du wolltest eigentlich über Nico was sagen. Genau, ich wollte zu Nico kommen. Alter, das hat mich ja komplett umgehauen, echt ohne Mist. Wo ich den ersten Stream gesehen habe, war ich sofort bei ihm, weißt du? Und Toni ist halt clean, ja. Ja. So sieht es sonst aus. Nächstes Jahr im April wären es 2 Jahre. Ne, komplett stabil. Ich denke auch gar nicht mehr dran. Und ich habe auch keine Albträume mehr von dem Mist. Mit jedem Tag, der in der Cleanheit verstreicht, wird es ja einfacher. Weil die erste Phase, da habe ich ja vielleicht jede Woche davon geträumt, wie ich eine ziehe. Ja, das war so. So, ach, okay, krass. Ja. Die erste Zeit danach, also das Zeug ist ja noch so in deinem Kopf drin, das ist wie. Ja, ja. Ne? Was ich krass fand, und das kann ich jetzt sagen, weil nach, sagen wir ja, 18 Monate haben wir jetzt, glaube ich, ne? Genau. Da kann ich jetzt das besser definieren, wie krass es eigentlich noch war, wenn du kurz aufhörst, ja, also wenn du kurz nach dem Aufhören denkst du an jeder Situation, die du gemacht hast, so was ging es mir. Habe ich gedacht, oh, jetzt hättest du auf Meth, hättest du viel mehr geschafft. Oder was weiß ich, meine? Immer dieses sich selber verarschen, eigentlich, weißt du? Aber du denkst immer noch daran, wie du denkst das, dran, wie die Situation auf Meth. Du romantisierst das. Ja. Ja? Na? Also du erinnerst dich an die schönen Momente. Dass, genau, genau. Dass es doch eigentlich gar nicht so schlimm war. Nee. Und dass du mit dem Zeug ja viel besser funktionierst. Ja, genau. Und dass ja, das jetzt ja alles scheiße ist. Ja. Nein, nicht, dass es scheiße ist, aber weißt du, ich meine? Aber das ist halt krass, ja. Und das ist halt das Gefährliche, dass es viele dann halt nicht schaffen. Aber der Punkt ist, bei Nico, du hast ja, ganz kurz, du hast ja deine Frau gehabt und alles, ja? Ja, genau. Das wenn stimmt, man das in so einer Situation richtig, niemanden hat, an dem man sich auch klammern kann, mit dem man ein neues Leben aufbauen kann, wird es halt schwierig. Das ist schwer, hast recht, ja. Das wird schwierig. Ja, und wenn man noch jung ist. Ne? Ganz kurz meine Einschätzung zu Nico. Nico ist 19, ich bin auch schockiert von seinem Konsum. Mach mir echte, ernsthafte Sorgen um dich. Ich auch. Und ja, sag mal, was du da zu denkst. Wenn ich höre, was dann die Hälfte von den Drogen, die da erwähnt, die kenne ich gar nicht, weißt du wie? Ach, diese wie heißt das? Benzos und Benzendamin oder was weiß ich, was da. Benzodiazepin, ja. Was der sich erst reinfährt, sind ja diese Research Chemicals. Ja, das kenne ich überhaupt nicht. So Flacker und sowas. Was ist denn das? Das ist diese Kannibalendroge, wo Leute denken, sie verbrennen und anderen Leuten das Gesicht abfressen. Das habe ich noch nie gehört. Badesalz sagt man auch. Echt? Ja, ja. Das ist... Und das hat mich ganz schön hart, also wo ich den Stream gesehen habe, dachte ich mir, Alter, das geht doch gar nicht. Und wenn ich dann noch höre, dass er nicht überhaupt nicht dran denkt, oder nicht clean zu sein, das ist ja, kann sich nicht vorstellen, nicht mehr clean zu sein, ja. Also, was machst du denn jetzt? Ich wollte nur Joker zeigen. Ja. Okay. Ja. Guck mal, alles klar, okay. Ja. Das ist heftig, dass das so eine Einstellung hat. Ich kann mich da nicht reinversetzen, ohne Mist. Also das muss schon... Das ist hartsuchtkrank und ja? Das... Also da war ja das mein... Das geht ja wirklich nur noch stationär. Da muss man wirklich sagen, da waren wir jetzt nicht Kindergarten dagegen, nee. Aber das ist auf jeden Fall schon eine Schippe drauf. Ja.
Das ist schon richtig. Und du guck mal. Selbstzerstörung. Und, angesagte Selbstzerstörung. Mit 19. Mit 19, ja. Na, darf ich das sagen? Ja. Sagt er ja selber 19. Ja, ich verfolge ihn auf Instagram. Hm. Sehe manchmal eine Story. Da denke ich mir auch mal einen Teil so. Tja. Aber ja, wenn Nico das jetzt hier schaut, das ist ja kein Vorführen von Nico, sondern wirklich ernsthaftes Gedanken machen um den Jungen, der ja sehr sympathisch ist, der auch nicht dumm ist, der das ganze Leben noch vor sich hat und das ja wirklich mit vollen Händen wegschmeißt. Das auf jeden Fall. Und da gibt es ja Gründe dafür. Die weiß er vielleicht selber nicht. Weißt du, und das ist diese Gründe hat bestimmt auch Chiara. Deswegen hat sie sich irgendwann gemeldet. Chiara. Oder hast du mal noch mal von Chiara? Ja, also das ist auch so eine Legende auf dem Kanal, Chiara. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und hab sie ein paar Mal angeschrieben, hör auf so zu quietschen. Okay, sorry. Hab sie ein paar Mal angeschrieben, keine Reaktion mehr. Also ich hoffe ja, das war bei ihr schon oft so, dass sie dann nochmal aus der Versenkung auftaucht und sich wieder meldet. Okay. Ich könnte ihr nochmal schreiben dieses Jahr, aber... Ja, macht auch Sorgen. Flacker Krokodil. Nee, Krokodil ist kein. Krokodil ist kein Research Chemical. Krokodil ist ein. Ach, wo dann die Haut abfällt? Moment, ist ein billiges Opiat, was in Russland aus billigen Koteinen-Hustensaft gekocht wird. Okay. Und weil das so verunreinigt ist, färbt sich die Einstichstelle. Grün, darum heißt das Krokodil. Und dir fällt wirklich dann in Klumpen die Fleisch von Knochen. Was hast du da von Kick? Das ist wie ein Opiat, das ist wie Heroin so ein bisschen. Okay. Aber das sind halt, also gibt es ja Dokus, das sind ja wirklich die Ärmsten da. Ja, wir haben ja schon mal hier was angeguckt. Ne? Leben da ja in Abbruchhäusern und also schlimm. Ja, also, naja. Genau, so jetzt kommt eine lange Frage. Nö, einfach ein Kommentar. Ach so. Ja, kann man Manuela eigentlich nur recht geben. Ja, das stimmt. Muss man das gar nicht so kommentieren, aber stimmt schon. Also das ist, ja gut, also im Kontext betrachtet muss man Manuela schon zustimmen, aber natürlich muss man auch sagen, dass das Weed von heute nicht mehr das Weed aus den 70ern ist, kein Hippiekraut, sondern hochgezüchtetes, potentes 25% THC-Gras. Und wenn du dir das als Heranwachsender reinziehst, da vielleicht noch zur Schule geht, wird es halt mit dem Abschluss nichts und kannst auch eine Psychose kriegen, ja. Mhm. Also soll jetzt aber legalisiert werden. Ja, ist ja letztendlich auch der richtige Schritt, weil es ein gesellschaftliches Thema ist, was ja nicht zu negieren ist. Es ist ja da. Ja, klar. Ja? Und ich denke auch, wenn man es legal macht, kann man es schon besser kontrollieren, weil es sichtbar ist. Weißt du? Und es ist ich frage mich, wie sie das machen mit dem Führerschein. Da müssen sie sich was überlegen. Weißt du? Das ist ja der Punkt auch, der viele Leute interessiert. Wenn es legal gemacht wird, muss es eine Diskussion über Toleranzwerte im Straßenverkehr geben. Es kann nicht sein, dass du, sag ich mal, Montag früh um 8 einkiffst oder um 9 abends und Donnerstag fährst, hast du ja noch den AC im Blut, weil du bist ja langsam abgebaut und bist dann Führerschein los. Das kann ja nicht sein. Quatsch. Aber so ist die Rechtslage jetzt. Ja, aber ich meine, wie willst du entscheiden, das kann man wann du noch, ja, aber guck mal, der eine rucht jetzt wie früher eine Bon. Ja, das ist doch mit Alkohol genauso. Einer ist nach einem Glas besoffen, hat trotzdem den 0,5 Promille Wert. Ja, stimmt. Das ist, also, das wird interessant, weißt du? Das ist. Genau. Naja, Manuela, Manuel. Selber anbauen. Ich glaube, Manuel, wir hatten uns ja auch mal unterhalten, ob du mal hier im Stream kommst. Du hast ja auch eine sehr interessante Geschichte, glaube ich, zu erinnern, Zürich. Hast du vorher noch geschrieben, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Spitzplatz oder so, Heroinszene. Also überleg dir das mal, also hätte da schon Bock drauf. Natürlich auch ohne Kamera. Aber eine Frau hier auch mal im Stream zu haben, die... Schwupps fällt ja Fleisch, jawohl, Jogger. Schwupps fällt ja Fleisch. ja, bitte. Ja, wäre auch mal interessant. Ist kein Muss, überlegst du einfach. Ja, wir machen heute hier nur mal eine schöne Plauderrunde, weil Toni da ist, lange nicht da war. Finde ich, könnte man auch alle 2 Monate mal wieder einreißen lassen. Ja, freilich, ist doch immer eine schöne Plaudert. Ja, damit man sich mal wieder sieht und so. Genau. Ich finde das Setting auch cool. Also ich finde das auch cool, dass wir den Chat so in die Mitte gepackt haben. Das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ja, das sieht gut aus. Genau. Schade, ist der Stuhl so knatsch, aber ich hoffe, es geht. Na gut. Also, Nico, was würdest du noch zu Nico sagen? Ja, ich weiß auch nicht, also keiner von uns hier aus dem Chat kann denen irgendwie helfen oder so, weißt du? Na, er kann ja nur sich selbst helfen. Er kann ja nur sich selbst helfen. Das auch wenn du den jetzt anschreibst oder so bei Insta oder so, weißt du, wie willst du den dazu? Er will ja nicht. Das ist es ja. Er will ja nicht. Genau.
wenn er schon mit so einer Einstellung reingeht, ich glaube, er will dann erst dann, wenn er körperliche Schäden hat, wenn irgendwas passiert ist. Nicht mal da, hat er schon gesagt. Weißt du? Er hat ja schon eine kaputte Niere, hat er ja gesagt. Alter, das ist so krass, echt. Ja, das, ich habe zum Glück auch keine Schäden durch das jahrelang, weißt du? Ich hatte auch nicht solche Panikattacken wie du hier dann, was du mir erzählt hast, wurde hier, Ja, weißt ja, ja. du? Ne? Ja, meine letzten, ja, kann man eigentlich sagen, 2, 3 Jahre auf Droge, Crystal oder so, waren ja eigentlich nur Panik. Bei mir auch total. Vom Rechner gesetzt, ne, das, ja, jeder hat ja seine eigenen Szenarien. Wisst ihr wie? Also Ja, meine, sicher. guck nicht so da oben, guck in die Ja, Kamera. okay. Oder guck, ja, wie auch, guck da in die Kamera, das ist am besten, ja. Der Der Weihnachtsstore, Weihnachtstalk, genau. genau. Heute zum 24. Ey, Quatsch, zum 400 Ja, Advent, meine ich. zum 4. Advent, Genau. genau. Du rutschst wieder da hoch. Ja. Also das habe ich halt, hatte ich, hat mich lang begleitet, dass ich eigentlich, wenn ich Koks oder Crystal genommen habe, eigentlich immer auf meinen Puls nur gehorcht habe und wirklich Stunden damit verbracht habe, im Zimmer zu sitzen und total viel versteinert, was zu rauchen, dann zu denken, ach du Scheiße, du krepierst gleich noch, Ja, eine das zu habe ich zum ziehen. Glück nicht. Ich habe diese, also Doch, das. ich weiß, Ja. das ist nicht normal. Ich war zum Schluss, also bei mir war, glaube ich, zum Schluss die Chemie absoluter Abfuck, richtig toxisch. Ich habe ja immer nur noch alleine konsumiert. Na, ich auch. Ja. Na, ich bin auf Arbeit gegangen, alles. Na, ich war immer drauf, habe ich dir schon mal erzählt, dass ich abends, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, nach der Schicht da, weißt du, habe ich in die Zoo und dann bin ich hochgegangen, habe mich ins Bett gelegt, habe geschlafen. Na? Am nächsten Früh habe ich Grüß wieder ne, öse Grüße. Am nächsten Früh habe ich dann wieder gleich in die gezogen, weißt du? Und das Genau, über ja. Jahre, ja. Das war dann meine letzte Du krasse wolltest Phase. eigentlich dort weitermachen, wie es wieder bei dir angefangen hat. Und dann, wie es weiterging, und das war ja auch ordentlich. Wir waren ja schon beim Führerschein, genau, das haben Das hat wir man schon mal übersprungen erzählt. schon, Ja, jetzt ja. warst du auf Montage, glaube ich, Genau, Rückfall. Montage, so, und da innerhalb von, was weiß ich, in 2 Monaten war ich dann wieder voll drin. Was heißt das, täglicher Konsum? Täglicher Konsum, na klar. Wie sah da aus? Eine Line früh und es reicht oder danach gelegt noch, Nee, oder? das war dann schon wieder früh, am besten noch auf der Arbeit und danach, weißt du, also immer die ganze Zeit. Gesteigert. Ja, Innerhalb kürzester Zeit gesteigert und ohne ich habe Ende. eigentlich nicht gezogen, wo ich geschlafen habe. Scheiße. Das ist krass, ja. So. Also das war nach 2 Monaten war der Konsum schon wieder so hoch. Und das dann, wie gesagt, boah, Alter, wenn du das mal überlegst, das war dann bestimmt Anfang 2015 war es dann wieder richtig krass, ja. Und dann war ich ja nochmal 1 Jahr clean. Ich war, glaube ich, nochmal 1 Jahr clean. Warum? Weiß ich nicht. Da war irgendwas. Das ist krass, also wie ich jetzt schon nachdenken muss, um Ja. mich daran zu erinnern, weißt du, ich meine. Ich war, glaube ich, nochmal fast 1 Jahr dazwischen clean. Also jetzt sagen wir mal von 2015 an, wann habe ich aufgehört? 2020. Im April. Na genau. So. Da war ich vielleicht 2,5 Jahre richtig krass drauf. Dann war ich ein halbes Jahr oder 3,5 Jahre clean. Und dann kam nochmal die richtig krasse Phase, weißt du? Wo es dann bis zum Erzähl Ultimum. von dieser krassen Fahrt. Das war das Ende eigentlich. Das Das war das war Ende. Sackgasse. Na, du hast immer was gezogen und es wurde immer mehr. Ne? Ja. Und gebracht hat es zum Schluss eigentlich gar nicht mehr. Die Wirkung geht irgendwann weg. Na klar, das ist eigentlich nur noch eine Kopfsache, dass du was gezogen hast, weißt du? Ja. Weil ich war schon lange, dann damals war ich schon lange nicht mehr so drauf, wie wo ich davor, vor der Phase, mal, wo ich ins Disco war, hingezogen Ja, habe. genau. Dieser Flash war ja schon jahrelang, weißt du, aber trotzdem hast du immer weiter gezogen. Ne? Ja. Genau, so Situationsweg Ja, beschreibt es ja. ja. Sag mal was dazu, was er schreibt. Ja, das ist, na, du recht. Das letzte vorm Schlafen gehen, das erste, wenn du aufstehst. Egal welche Droge. Naja, bei Chris ist es halt enorm, weißt du, weil du stehst ja, du machst ja schon übelsten Kopf. Also war es damals bei mir, wenn mein Zeug alle wurde. Wie ich dann rauskomme, wie ich dann wieder auf, wie ich das schaffe, auf Arbeit zu gehen. Weißt du, wie ich meine? Ging mir beim Opium so. Na, also wenn ich dann nicht hatte, schrecklich. Nee, es ist so, also das habe ich beim Opium erlebt, dass du schon, wenn du nur noch, sag ich mal, 3, 4 Gramm hast, schon die Tage durchplanst, ob das für die Situation reicht, ob du abends was vorhast, ob du nachlegen musst, Okay. ob du dann Na klar. entzügig werden kannst, geht nicht, scheiße, weil du dort und dorthin musst, musst du noch was holen. Du teilst ja das ein. Es ist ja wirklich so, der Alltag dreht sich um die Droge. Na klar, Die das ist krass. Drogenschaffung, ja, Na, das du guckst versteht man dann. erst, wenn du das mal wirklich durchlebt Ja, hast. ja.
du musst dann genau gucken, bei mir war es ja auch so, wenn ich so meinen Dealer fahre, wenn ich das hole, damit meine Frau nicht mitkriegt, weißt du, die wusste es ja die ganze Zeit lang nicht, ne, das war ja später. Die Story kennst du ja auch. Kannst du nochmal erzählen? Ich bin von der Schicht gekommen früh, habe mir eine gebaut auf dem Saranfeld in der Küche. Also ich hatte ja Nachtschicht, weißt du, so bin früh gekommen. Mein Schatz und unser Sohn sind dann schon in der Schule oder auf Arbeit. Ich war dann alleine, hab mir da schön eine gebaut und wollte mich nur kurz hinlegen. Und bin dann irgendwann nachmittags wach geworden, wo sie schon wieder unter der Tür stand, ne? Und da alles gesehen hat und da, Alter, das war so krass, echt. Ohne Mist. Ne? Dafür schäme ich mich heute noch, weißt du? Richtig so, so gut. Weißt du, ich sag mal, solche Momente, wenn die so intensiv sind, die bewirken ja wenigstens. Ja, was. Ja. Ja. Und das war, glaube ich, die Phase, wo ich dann, dann genau, das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, wo es mich dann erwischt hat, dass ich dann wieder mal ein halbes oder dreiviertel Jahr fast clean war. Weißt ja, du? Ja. Das, jetzt kann ich das so wieder besser einordnen. Ja, ja, ja. So muss es gewesen sein. Ja. Ne? So, und ich habe sie dann aber trotzdem wieder, nachdem ich ihr gesagt habe, ich nehme es schnell, immer wieder belogen, das versteckt genommen ist. Und das ist ja so, da, ich will das jetzt nicht schönreden, aber das ist ja das Positive an der Droge, dass wenn du die nimmst, dass dir keiner anmerkt. Genau, wenn du nicht irgendwie, dich irgendwie, ja, weißt du, ja, wenn du, oder? Ja. Wenn du schon, weil das kriegt ja keiner mit, ne? Ja. Deine Nase immer schön sauber ist, weißt du, du siehst du nicht, bist ja fit. Du bist fit, ne? Ja. So große Pupillen hast du eigentlich auch nicht, wie zum Beispiel auf Ecstasy. Mitbekommen tun sie nur, wenn du Kinnstoff mehr hast. Das auf jeden Fall. Ja, genau. Oder das Einzige, wo ich es immer mitgekriegt habe, das war auch krass damals, wo ich war ja, wie gesagt, auf Montage, hatte ja Leute um mir unterwiesen, weißt du, und paar Supis so kennengelernt und so, da habe ich gleich bei den Inseln alles klar. Da kam an früh, so zack, wollte sofort Arbeit haben, ist dann losgestartet, weißt du? Ja. Das war im Sommer und ich habe mich immer gewundert, Mensch, wieso arbeiten da mit Handtuch, weißt du wie? Und dann hat es sofort bei mir Klick gemacht, weil ich war zu der Zeit, ich war zu der Zeit auch schon drauf, weißt du? Aber ich war ja eine höhere Position, ich musste ja nur noch Arbeit verteilen, weißt du? So. Und es hat gerne zwei Tage gedauert, da waren wir dann zusammen auf Toiletten am Ende gezogen. Scheiße. Wisst ihr? Ja. Man findet sich halt. Na ja, klar, man findet sich, ne? Ja. Und der hatte übelst geiles Zeug. Der kam ja aus der Nähe von Karl-Marx-Stadt, weißt du? Oh, direkt Grenze. Ja. Direkt aus der Küche. Ja. Oh ja, okay. Und das war übelst krass. Ja. Ich hatte den eine Woche mit, weißt du? Ja. Da hat er mir dann auch gleich 4 oder 5 Gramm hat er mir in der Woche einfach so gegeben. Das war natürlich Wahnsinn. Da habe ich ja dann nur noch gezogen, weißt du? Scheiße. Ne? Und das war richtig krass. Ja. Und da wollte ich mir dann. Hat gesagt, hier, das kann ich euch hier erzählen, wisst ihr? Ja, klar, ja. Ne, nächste Woche dann richtig viel mitbringen und Grammpreis 25 Euro. Wahnsinn. Hätte da gemacht, wisst ihr? Ja. Das, und hätte noch was dran verdient. Pass auf jetzt. Und ich mich schon über dich freut, wisst ihr? Ja. Er sagt, Geld brauchst du nicht, machen wir alles nächste Woche. So, so. Montag, wir fahren los, steht der Typ nicht da. War nur noch der andere da. Die kamen alle Bilder aus dem Dorf. Ja. Ich sage, hier, wo ist denn der und der, ja? Verhaftet. Na? Scheiße. Weil, will ich einen Unterhalt zahlen, irgendwas? Oh! Na, also nicht die, als er mir erzählt. Ja. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Ah, okay. Na, ich habe den kennengelernt eine Woche, der hatte für mich eigentlich das Zaubernlev, weißt du, wie ja, du willst? Ja, ja. Der Preis hat gestimmt, das hat übelst geballert, Alter. Ja. So eine Woche lang mit denen schön durchgeruppt, ne? Ja. Und dann Montag steht er nicht da. Das ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Zum Glück habe ich mir ein bisschen noch was mitgenommen. Sonst wäre es eine Katastrophe. Ja, auf jeden Fall. Es war da eh eine Katastrophe die Woche, weißt du? Klar, weil den kamst du ja runter dann. Naja, freilich, ne? Das ist übelst krass. Was für eine Scheiße, ja. Eigentlich schon, ne? Was man sich so antut. Auf jeden. Ne? Und der Stress. Was für ganze Zeit. Ich finde ja auch Crystal und Koks. Es stresst ja so immens. Aber du kriegst es ja nicht mit in dem Moment, wenn du total drauf bist, kriegst du eigentlich nicht mit, wie gestresst du eigentlich bist. Ja. Du denkst ja schon, das ist normal, der Stress. Ja. So war es bei mir zum Schluss. Ja, wir quatschen gerade so schön, aber da gab es schon ein paar Fragen wieder. Also Substitutionsweg fragt, habt ihr beide eine Therapie gemacht? Und Joker hat schon richtig gesagt, nein, beide nicht. Nee, beide, nee. Wir haben keine Therapie gemacht. Ja, hab deine ganz persönliche Meinung zu Therapien, du auch. Ja, auf jeden Fall. Wir sind eigentlich beide, ich glaube, für dich zu sprechen, der Meinung, wenn du es selber nicht packst, wird es auch mit einer Therapie schwierig. Genau, du kannst, du musst halt den Willen und die Kraft haben. Ne? Ja. Und wenn du das willst, dann brauchst du auch keine Therapie. Ja. Und du musst auch jemanden haben, an den du glaubst. Bei mir war es meine Frau, unser Kind, ne? Die Liebe, weißt du? Ja. Was sich ja auch bei dir zurückgehört hat. Ne? Genau. Das ist halt wichtig, das sind halt große Felsen in dem Vorhaben, jetzt clean zu werden, weißt du, wie ich meine? Man muss natürlich sagen, zum Beispiel überhaupt nicht, weißt du? Wenn das Betroffene sind, die das nicht haben, kann natürlich eine Therapie, ohne das schlecht reden zu wollen,
kann eine Therapie gut, auch gut sein. Eine Führung sein. Oder, genau. Weißt du, ja, ich meine, ja, eine starke Struktur geben. Eine Therapie ist dann für den das, wie zum Beispiel mein Schatz für mich war und die Liebe. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Was sich dann da rausholt, ja. Das ist ja das Krasse. Ich meine, bei mir war es ja noch was anderes. Du weißt ja, aber das wollen wir jetzt nicht reingehen, was danach passiert ist. Dass ich auch einen Freund verloren habe, wie du, weißt du? Ja, an diesem Scheißzeug, ja. Ja, gut, aber das hat nichts mit unserem Ausstieg zu tun. Also bei dir vielleicht ein bisschen. Bei mir vielleicht schon ein bisschen, ja. Aber. Bei dir, ja, bei dir war es. Nee, das kam ja später. Es war bei mir einfach so, dass. Ja, ich hatte ja mein Projekt auch mit meiner Frau. Mhm. Ja. Mhm. Wo ich mich reinstürzen konnte. Und habe einfach beim Crystal auch gemerkt, ich wäre ein Typ für die Klapse geworden, Alter. Aber ich bin so sensibel, das Zeug hat mich wahnsinnig gemacht. Ich wäre irgendwann eingefahren in die geschlossene. Das war bei mir nicht so. Bei mir ging es übelst auf die Birne, Alter. Okay. Komplett auf die Birne. Okay. Und es war ja auch so, dass 7 Jahre lang, wenn ich Mess gezogen habe, ich ja nie gesprächsfreudig war, sondern immer versteinert. Du kennst mich doch. Ich auch bei den Shows, die wir gespielt haben, ich war doch nie der Typ, der da abgegangen ist wie B. Nee, du warst immer so. Nee, total konzentriert. Nee, aber weißt du? Voll drauf, aber naja, nicht, aber nicht so zäh drauf, so, sondern halt total in dir drin. Weißt du, ja, was ich stimmt. Meine? Ja. Ja. Ja, also, ist schon krass. Christel war für mich nie gesellschaftsfähig. Es war immer für mich auch ein Film. Weißt du, naja, was ich meine? Freilich, wenn du dann. Deswegen bist du dann vielleicht auch so viel vom, kann man ja sagen, vom Rechner gelandet, hast du die Wichst, weißt du? Na klar. Weißt du? Weil C hat mich einsam gemacht. Naja, freilich. C hat mich einsam gemacht. Ja. Tja, jetzt kommt ja. Nico bräuchte eine, definitiv, klar. Ja, Nico bräuchte eine. Sonst da ist der Rechtssubstitutionsweg, also das sehen wir ja alle genauso, dass Nico definitiv eine Therapie bräuchte. Und ich kenne jetzt sogar, ja, auch ein bisschen das Umfeld von ihm. Okay. Der hat ja Angebote. Er hat eine super Einrichtung, wo er ja regelmäßig, wenn er es hinkriegt, hingeht. Und die könnten das sofort für den klären. Aber der erste Schritt muss von dir kommen. Ja, auf jeden Fall. Das kann ja keiner für dich tun. Nee. Ja? Das kann ja keiner dahin schleifen. Wisst wie. Aber wie er dann auch, wie er das so philosophiert, dass er das alles nimmt und was er heute schon gemacht hat, dann hat er das gerucht und das. Also ich war so entsetzt bei den Stream, weißt du, sehe ich ja, dass bei Nico überhaupt nicht ansatzweise, dass er daran denkt, da rauszukommen, wisst wie. Ne? Ja, warst du das mit 19? Nee. Naja. Aber ich war auch mit 19 auch nicht so unterwegs. Ja, aber hätten wir mit Anfang 20 hätten wir uns so nicht vorstellen können. Das ist auch ein obwohl, man muss sagen, Kim. Die ja auch jetzt 20 ist. Ach, die jetzt aus, wo die, ja, aus der Therapie gestreamt hast, ja. Genau, und das sieht ja schon gut aus, aber es geht, es geht ja. Da habe ich letztens auch mal kurz reingehört, das war auch ein sehr interessanter Stream. Machen wir bald wieder mit Kim, ja. Ja, das sind eigentlich so Kim, dann Nico, dann hier Peter, der ist auch übelst, also die Streams gefallen mir, also da Peter fliegen mir die Ohren weg, Alter, weißt du wie. Ja, aber auch ein ganz sensibler Typ, ja, muss man auch sagen. Ja, das ist halt so. Also eigentlich krass, dass ja, das haben wir beim letzten Stream auch so festgestellt, dass diese BDSM-Geschichte, dieses sexuell abweichende, eigentlich durch seine Mobbing-Erfahrung kommt. Okay. Als Reaktion auf das Mobbing von damals auf Arbeit. Krass. Ja, das haben wir so ein bisschen, sag ich mal, analytisch beleuchtet, ja. Naja, genau. Was ist dein Schatz halt? Naja, er grüßt, glaube ich, deinen Schatz und. Ach nee, Üse deinen Schatz halt. Was weiß ich auch nicht, was Joker. Okay. Aber Joker ist immer da. Joker ist immer da, genau. Finde ich gut. Klebstoff geschnüffelt? Nein, aber Poppers. Poppers, ja. Poppers mit LSD. Wisst ihr es noch? Was ja, haben wir auch ein Foto. Das könnte ich eigentlich schnell so beeinblenden. Aber soll ich das mal schnell suchen? Ja, such ob ich das mal. Hinkriege? Ja. Sebastian, im Jahr 2002, mit dir, das hast du gemacht, das Foto. Ja. Das kriege ich vielleicht sogar in hin. In deiner Wohnung. Mhm. Siehst du, da hast du auch schon so Jahresan. Du musst so viel auf die Fotos gucken. Hinten drauf, was da drauf so steht. So viele Fotos sind das auch nicht. Also nee, ich meine. Viele Fotos waren ja, die wir uns angeguckt haben, hier aus der WG. Die legendäre WG. Hier in der Landauer Straße. Naja, und. Ah, da waren doch hier die Steine von Nico, oder? Naja. Ich möchte jetzt das ja so richtig cool hinkriegen, weiß ich nicht. Wartet mal, ich probiere es mal. Ach ja, das könnte sein. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, Poppers war. Na, zu Poppers sag mal gleich was. Ja. Ich muss nur kurz mal deine Foto hier suchen. Da steht nämlich die Poppers-Flasche auf dem Tisch.
Echt? Ja, habe ich entdeckt. Okay. Hier ist es, ich hab's. So, jetzt müssen wir es mal ein bisschen einblenden. Warte, zack. Wo ist es denn? Ah, okay, warte mal, pass auf. Jetzt müssen wir hochschieben. Sebastian hat ja eine übelst krasse Technik. Ja, das ist Technik über mehrere Stufen. Hier ist es. Mhm. Ja, wir ziehen es mal groß jetzt, okay? Mann beißt Hund im Hintergrund. Wir ziehen es mal groß jetzt. Ach da, ich sehe es ja, ja. Ja, genau, genau. Wie machen wir es am besten jetzt? Warte mal. Wie, der Chat nervt. Ich schiebe den Chat mal zur Seite. Ich schiebe den Chat zur Seite. Ah, das geht jetzt gerade nicht. Schade, aber das... Wir blenden den Chat mal kurz aus, warte mal. Und dann könnt ihr es nämlich sehen. So. Genau. Also hier seht ihr Sebastian. Ja, das ist dein Fuß übrigens hier. Links ja, unten ja, ist dein Fuß. Ja. Also Sebastian, meine Wenigkeit, im Jahr 2002, das erkennt man an dem linken Asia-Kalender, der dort hängt. Okay. Der steht 2002. Ja, ja, da steht 2002, ja. Ja. Na. Auf dem Rechner ist Scott Weiland. Ja, von Stone ich habe gerade überlegt, wie das ist, aber genau. Jetzt, wo du das sagst. Und vorm Rechner steht mit der weißen Kappe die Poppersflasche. Ja. Und wir beide sind komplett auf LSD und fotografieren uns gegenseitig und ziehen auf LSD Poppers. Poppers, genau. Ja. Und ich mache das Bild mal ein bisschen kleiner und wir können ja weiter quatschen. Ich will jetzt heute noch, wie das gekickt hat. Das war übelst heftig. Das war krass, ja. Ja. Ich habe das ein paar Mal durch mit anderen Leuten. Ja, ja. Also LSD und Poppers war für mich das Heftigste, was ich eigentlich je genommen habe. Das hat dich wirklich abgeschossen. LSD war für mich eigentlich die krasseste Droge, sag ich so, die ich genommen habe. Also die, wo du wirklich an deine Grenzen kommst. Wisst ihr, ich meine? Ja. Naja, die einfach auch einfach nicht aufhört zu wirken. Ne, deswegen Poppers bei Oma. Poppers bei Oma, genau. Echt? Ich glaube, die Oma meinte hier den Proberaum auf dem Weißen Berg. Da war ich nicht so oft. Ja gut, das ist nämlich der Punkt. Das war gerade der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. Genau, Claudia ist das die Zeit mit dem Proberaum. Mach mal das Foto so weg. Habe ich auch schon. Achso, soll ich es wegmachen? Ja, okay, na gut. Okay. Sonst sieht man dich gar nicht. Ja, ist ja egal, ich würde es nochmal zeigen. Okay. Das ist geil, das war legendäres Wochenende. Na, kannst du dich an genau dieses Wochenende noch erinnern? Ich kann mich an das erinnern, wo wir da oben saßen. Wo oben saßen? Nein, in der Dachwohnung. Ach so, ja. Mhm. Ne? Total weggeschoben auf LSD und dann Poppers gezogen haben müssen. Überleg dir mal. LSD ist schon übelst krass. Und wir saßen da stundenlang in der Wohnung drin. Ja, andere ja. Leute gehen da spazieren oder wandern oder gehen in die Natur raus. Wir saßen nur in einem Zimmer. Na, ich habe schon beides gemacht. Ich auch! Weißt du? Aber LSD schiebt ja brutal, finde ich. Auf jeden ich glaube, es schiebt auch noch mehr, wenn du euch mit drin bist. Ja, ja klar. Weißt du, klar, weil sich alles klar. Bewegt, die ganzen Ecken. Ja, ja. Sowas bei und mir dann noch immer. Poppers ziehen, das war ja total irre. Ja. LSD und Poppers, ja. Echt brutal. Ja, ja, genau. 2002. Waren das die Hoffmann 2000 bestimmt? Kann sein. Haben wir ja auch noch ein Foto, wo ich, können wir nochmal gleich schauen, wo ich auf diesen Block schaue. Von ja, genau. 2000. Weiß ich gar nicht. Aber schade, dass auf den Fotos keine Jahreszahlen stehen. Sonst wüsste man, ob das jetzt im gleichen Jahr war. Weißt du wie? Jubiläumshoffmänner gab es ja auch noch. Nein, nee, das ist nicht. Hier bist nur du mit Bon und sowas. Okay. Aber nicht gepixelt. Okay, das können wir nicht machen. Naja. Ist egal. Jedenfalls kann ich mich. Das war bei meinen Eltern im Haus, habe ich da gewohnt. Da saßen wir immer im Wintergarten. Mhm. Da ist das Foto entstanden, wie du das da rausholst. Da steht noch so eine grüne Bonk daneben und du holst so einen großen so Block, hoffentlich. Block. Na genau. Ja, das muss man sich mal reinziehen, wo wir damals in der WG gewohnt haben, unten beim Stadion, hatte ich auch so einen Block Hoffmann 2000 und da haben wir wirklich jeden Tag so einen Trip gegessen. Mit echt? Dem Effekt, jeden Tag? Jeden ja? Tag. Mit na, dem Effekt, erstens, dass es irgendwann nicht mehr wirkte. Wie viel? In halber oder im Ganzen? Was? Ja. Das ist aber und, krass, und ich bin dann hab dann auch schon mal einen richtigen Scheißfilm bekommen. Weißt du? Aha. Hat euch voll ins Orbit geschoben. Auf jeden. Also, hier, das, ich weiß ja nicht, wie alt Joker ist. Guck mal hier. Ja? Was ist das? Das wird zurückgehalten, weil er halt das gerade schreibt. Doch wir können es mal einblenden. Ist ja scheißegal, ist nichts Beleidigendes. Ja, mein lieber Horny Hugo. So. Horny Hugo. Horny Hugo. Geiler Name. Okay. Ja, können wir nur bestätigen. Können wir nur bestätigen. Ja, ich hatte auf Ecstasy, habe ich es auch schon gemacht. Also ich habe, also... Das war übrigens krass. Nee, also ich musste sagen, Sex auf Koks und Crystal ist der Hammer gewesen. Danach wurde ich ja süchtig. Ha, okay. Danach wurde ich süchtig. Wenn du eine Frau hast, die da mitmacht, ist das
in dem Moment echt das Größte, was es gibt. Aber naja, zuerst halt für alles deinen Preis, ja. Mhm. Weil meistens war es so, es war ja eigentlich, dass mein Sex. Gegenüber eben nicht drauf war, sondern clean. Ja. Und dann eigentlich auch irgendwann schlafen wollte. Und du nicht. Und zusammen kuscheln und Zärtlichkeiten. Ja, das geht alles nicht. Und auf C bist du ja eine Maschine, Alter. Und das waren dann die Situationen, wo du entweder gedacht hast, entweder rupst du jetzt noch eine, fix nochmal, oder haust ab. Okay. Aber ja, neben liegen bleiben und hier auf Kuschelbär machen, das geht gar nicht. Mhm. Naja. Ja, scheiße, ja, klar. Ecstasy, natürlich. Klar. Ja, es ist spitze. Ich hatte gestern übrigens Hochzeitstag, meine Hälften. Echt? Ja, okay. Genau. Na gut, meine Lieben. Also, ich würde mal sagen, noch eine Viertelstunde. Dann sind wir hier auch durch. Wer ist der Flo? Wer ist das 80? Wer? Was? Wo, was siehst du? Wieso hast du eine Maske auf und wo ist dann das, was das Stroh? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Flo 80, habe ich auch nie gesehen. Da sind gerade gut Leute dabei. Naja, gut. Okay. Quatsch mal noch ein bisschen. Na, wieso habe ich eine Maske auf, weil ich nicht erkannt werden will? Das ist ja logisch, oder? Ja. Genau. Die Leute, die mich kennen, die wissen das. Dazu stehe ich auch, weißt du? Also steckst du mitten in deinem Buch noch drin? Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Naja, also wir waren bei dir angekommen mit... Wir waren eigentlich schon durch. Das war dann eigentlich schon durch. Ne? Ja. Wie hast du eigentlich aufgehört? Naja, also bei mir war es ja so... Wo du dann nach Bali bist oder was? Mhm. Ich war ja 2005 ein Jahr in Bali. Mhm. Dort ging natürlich nichts. Ich meine, Todesstrafe und so ein Scheiß. Ja. War dann ja kurz in... Auch nicht mit Kiffen? Nee. Nee. Ach, 2 Gramm, 10 Jahre. Dann hier, du bist dann hier aus Weißenfels weg nach Bali. Kompletter Detox. Hast du mit EMA von null, also... Kompletter Detox. Ja. Und nach einem ein Jahr Bali wieder zurück nach Deutschland. 24 Stunden später habe ich wieder einen Line-Koks gezogen. Ach, scheiße. Also. Ja. Genau. Mhm. Es ist dein Setting. Es ist, es ist die Umgebung, die dich erinnert. Naja, klar. Ja, freilich. Weißt du? Naja. Das ist schon krass. Ja. Ah, hallo Frau L. sage ich mal. Schutzengel, ja, kenne ich persönlich. Okay. Frau L. muss den Namen nicht erwähnen. Genau. Geblitzdings werden, ja, genau. Also, genau, es wird jetzt langsam ein bisschen albrig, aber was ich sagen wollte, erstens war es ja so, dass ich wirklich dachte, ich werde durchdrehen. Ich weiß noch, ich habe 2005 war ich ja, komm mal kurz in Deutschland, hatte dann mit Boeing damals im Hotel, mit einem Nebenprojekt von Boeing in der Moritz-Pastei gespielt und da hatte B. Christel auch mit und sagte, das weiß ich auch noch heute, das musst du wegziehen, das macht total blöde im Kopf und da hatte ich schon keinen Bock mehr drauf. Da dachte ich mir, nee, ich hab keinen Bock drauf. Das war wie Klebo bestimmt. Ja, das war richtiger Dreck, Alter. Okay. Aber potenter Dreck. Ja. Ja. Und dann kam ja Australien. Mhm. Das Jahr war ich ja in Australien mit R. Mhm. Und da hast du auch nicht genommen? Doch, hab dort ja auch in Sydney. Da gibt's auch Meth. Aber hallo, Alter. Echt? Aber was für Zeug? Ich habe 3 Tage nicht geschlafen nach einer Leine. Echt jetzt? Hast du total durchgetreten? Nee, das sind ja alles Geschichten, die muss ich alles noch aufschreiben. Okay. Also ich habe, pass auf, das sind ja Stories. Ich stehe, ich habe es schon so oft erzählt, im Outback, im Nirgendwo, habe ich ja Orangen geerntet. Hör mir jetzt zu. Ja. Die Orangen geerntet. Im Nirgendwo. Du guckst nach vorne am Horizont, Orangen, Orangen, Orangen. Du bist 13.000 Kilometer von deiner Heimat weg und vom Christel. Es kommt neben dir auf der Leiter ein australischer Fruitpicker hoch. Quatsch, echt? Und was bietet der an? Meth. Genau. Echt? Ja. Und dann haben wir es gezogen und Orangen gepflückt. Aber wie, Alter? Genau. Und dann, okay. Und dann habe ich in Sydney nochmal Crystal geraucht. Die rauchen das so. Das heißt dort Eis. Ja. Eis heißt das. Rauchen das so viel. Genau. Schön, dass so eine Scheiße hier geblockt wird. Aus dem Grund habe ich ja diesen sicheren Chat angemacht, weil sowas wollen wir eigentlich nicht lesen. Ja. Ah, okay, ja. Und da habe ich eine Leine gezogen. Pass auf, das war so. Ich bin über die Straße gelaufen. Ich habe dort wirklich im elendesten Ghetto gewohnt, ja. Hostel, billig. Ja, ja. Gehe an der Polizeistation vorbei und sehe, wie vor der Polizeistation ein Mädel sitzt und Postkarten schreibt. Okay. Aber du hast sofort gesehen, dass die komplett drauf ist, Alter.
Echt, das, ja? Ja. Okay. Da bin ich hin. Das musst du mal reinziehen, Alter. Habe ich daneben gesagt, habe dich gefragt. Okay. Hast du was dabei? Wildfremd! Ja, ja. Ja, habe ich. Ist mit mir ins Hostel, hat mir auf Toilette eine fette Leine ausgelegt. Danach konnte ich 3 Tage nicht mehr schlafen. Krass. Hammer. Und kam nicht mehr runter. Okay. Und war dann so, ist ja auch ein Leidensdruck, wenn du nicht mehr pennen kannst. Nee, und du bist auch nicht zu Hause, du bist in einem scheiß Hostel, hast keine Kohle, bist voll auf Abklatsch, weißt du, was das für ein scheiß Film war? Auf jeden Fall. Und musst jeden Tag Orange pflücken. Genau. Und Gott sei Dank kam dann ein Typ in mein Zimmer und der hatte Valium mit. Was? Echt? Ja, weil der vom Flug gerade kam. Okay. Und da hat er mir eine Valium gegeben und da habe ich nach 3 Tagen das erste Mal richtig pennen können wieder. Okay, also. Krass. Das war heftig. Okay. Ja, naja. Gut. Das ist heftig, also. Und dann hast du Auto in die Zone. Genau. Joker hat ja recht, das erzähle ich meinen Veranstaltungen auch immer. Mhm. Wenn du mit dem Thema nicht abgeschlossen hast, ja, wird es dich überall auf der Welt wiederfinden. Ich habe mit Boeing in Malaysia Crystal geraucht. In Singapur Crystal geraucht, in Australien Crystal geraucht. Crystal geraucht? Na klar. Okay. In Malaysia, Alter, da gibt es eine Todesstrafe drauf. Haben wir dort mit Boeing gehangen und haben mit den Malaien aus der Death-Metal-Szene Shabu geraucht. Alter. Und dann habe ich meinen Flug nach Bali verpasst. Scheiße. Schreibe ich alles noch auf, Alter. Das wird doch Hammer. Okay. Also genau. Ich warte auf jeden Fall auf das Wort. Das Buch der Brecher, ja. Durch. Dauert noch ein bisschen. Okay. Na gut, okay. Okay. Also, meine Lieben, ich würde sagen, es ist okay für heute, oder? Na klar, es reicht ja. Ja, oder also könnt ihr es noch 5 Minuten Fragen stellen, aber ich würde sagen, 20 machen wir dann aus, ist dann schon eine Stunde dabei. Genau. Machst du ja immer so. Ja, es reicht ja auch. Ja, freilich. Ist ja auch okay, ich meine, und dann lade ich dich lieber öfter ein, als hier ja, genau. 2 Stunden. Auf jeden Fall, na klar, Manni, also schön, dass du da bist, aber vorhin deine Nachricht, die wurde dann vom Chat geblockt, weil die dann doch sehr eindeutig war und will auf sowas auch eigentlich keine Antwort geben. Kannst mich ja auf Instagram mal kontaktieren. Ja, lieber Schutzengel, ich habe echt einiges erlebt. Auf auch jeden. Auch in vielen Ländern. Ja, also wenn du überlegst, also wenn ich den Leuten erzähle, ich habe in Malaysia und Australien Crystal geraucht, da gucken die dich ja an. Ich sage, ja, das war völlig normal. Ja. Ja, das war eine verrückte Zeit damals, oder? Nee, du hast ja keinen Kopf gemacht. Nee. Hast du den Kopf gemacht? Und heute streame ich mit Ziggy und Badi, der für so eine Scheiße 10 Jahre im Knast ist. Ja, das ist so krass. Ja. Genau. Also, okay, die Community ist auch bereit zum Gehen. Dann lieber Substitutionsweg. Wir hatten ja per E-Mail geschrieben, wir haben ja auch bald einen Stream zusammen. Okay. Ja, sogar mit Video, glaube ich. Und ich freue mich, dass ihr alle da wart. Ich freue mich, dass Toni da war. Ich freue mich, dass es auch mit dem Setting so gut geklappt hat. Sah auch ganz nice aus. Stream war schön stabil. Ihr wart alle dabei. Wir haben knapp 30 Zuschauer. Ist ja der Hammer. Also ist wirklich super geil. Hat Spaß gemacht. Genau. Und ihr wisst ja, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Und ich finde, jetzt ist es am schönsten. Und ja, Toni, sagst du noch mal kurz was? Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ne? Eine Zeit lang habe ich ja das so ein bisschen, haben wir ja nicht gestreamt, weißt du? Das heißt so. Ja. Aber jetzt ist doch mal wieder was anderes, weißt du? Ja. Genau, also ich meine, begegnet man sich auch mal wieder. Ich meine, wir können wir begegnen uns immer vor der Kamera. Ist ja auch nice, ist ja cool, weil du merkst nämlich auch nach einer halben Stunde kommen wir auch ins Labern und erinnern uns an Sachen, die lange weg waren. Ja, naja, freilich, du musst dich erstmal wieder reinfinden. Da müssen wir ja eigentlich hin, ja. Genau. Aber Joker, ich danke dir. Also, Schutzengel, Substitutionsweg, Joker, Manni Pollard, Üse, Joker, Hawatzki, wie sie alle heißen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute mit dem Stream wart. Ich bedanke mich bei Toni, dass er heute hier war. War super schön. Freue mich auch, dass alles gut geklappt hat. Wir haben auch ein sehr gutes Gespräch gehabt. Dieses Gespräch gibt es natürlich auch ab morgen auf allen Podcast-Anbietern. Also ihr könnt dieses Gespräch mit Toni und mir morgen schon bei Spotify, Apple Music oder Amazon hören. Das ist auch geil. Genau. Und wir sehen uns wieder am Dienstag mit... Nein, Dienstag ist kein Stream. Dienstag bin ich in Chemnitz und drehe mit RTL 2. Okay. Ja, mehr will ich dazu noch nicht sagen. Donnerstag ist dann aber, fällt mir gerade nicht ein, das Handy kann ich euch gleich sagen, wer Donnerstag im Stream ist. Momentchen. Du bist ja auch voll, ne? Ja, genau. Also Donnerstag neuer Gast. Neuer Gast, das war gerade der Klarname, will ich jetzt nicht sagen. Ja. Donnerstag, neuer Gast, bin ich gespannt. Wird auch im Drogen gehen, denke ich mir. Und habt noch einen schönen 4. Advent. Genau. Bleibt sauber und passt auf euch auf, meine Lieben. Peace out. Peace out.